So, servus Leute, weiter geht's. Wir haben ja letztens in Welt 2 die Platin geholt. Und ich spiele jetzt einfach mal weiter. Weil zwei Welten gibt es ja noch. Einmal die hier, 3 und 4. Und 5. 5 Welten. 5 Welten. Ja, und da ist der Hauptendboss. So. Zwischendurch natürlich immer mal wieder die schönen Sonderlevel, die Bonuslevel. Schauen wir mal, was uns hier erwartet in Welt 3. Schwimmen! Ich dreh durch. Alter, schwimmen. Die Frage ist ja. Ja, das war die Frage, habe ich mir jetzt gerade selbst beantwortet, ob ich diese Viecher killen kann, indem ich halt auf die raufschwimme. Und es ist nicht der Fall. Also, vorsichtig. Ich kann natürlich unter Wasser rennen wieder. Münzen sind relativ wurscht eigentlich, weil ich kann mit denen nichts anfangen, außer die großen. Die muss ich natürlich wieder mitnehmen. Die sind wichtig. Die anderen, wenn ihr noch keine 2000 Münzen habt und ihr wollt die Platin holen, dann nehmt sie mit. Ansonsten, glaube ich, sind die relativ egal. Weil man verliert ja nichts. So, da ist ein Checkpoint. Der kommt mir ja wieder gelegen. So. Und ich bin jetzt die Schildkröte. So, was kann die denn? Ah, okay, die kann auf der Stelle bleiben. Da muss ich nicht jedes Mal X drücken. Das heißt, ihr könnt sozusagen navigieren. Ihr solltet natürlich nicht in die Fische rein navigieren. Das wusste ich ja irgendwie. Das wusste ich ja irgendwie, dass sowas ist. So, jetzt habe ich die Münzen auch fertig. Und dann ein bisschen nur hoch und runter drücken und dann könnt ihr navigieren. Easy. Also so ähnlich wie die Biene, nur unter Wasser. Und über Wasser ist hier sowieso nichts. Level 2. Also beispielsweise jetzt, ich drücke jetzt runter, jetzt drücke ich hoch und der bleibt halt immer auf der Stelle stehen. So, jetzt kann ich oben auch lang. Oh, den habe ich gar, Alter, den habe ich gar nicht gesehen. Durch diese Dinger, ich habe mich voll erschrocken, ey. Was los? Ah. Jetzt habe ich natürlich wieder, jetzt muss ich wieder schwimmen. Schade. Ha, da ist die Schildkröte wieder. Wir nennen sie mal Schildi. Oh, die Mucke ist ja auch geil. Mucke zum Einpennen. Ach so. Also um einfach nur einen Speedrun zu machen und einfach nur durchzuspielen, braucht ihr die nicht. Die Münzen sind relativ wurscht, außer ihr wollt in die Bonuslevel rein. Dann braucht ihr die Münzen. Also die großen. Alter, hier komme ich gar nicht lang, oder? Ach doch, hier. So. Schon durch? Bin schon durch. Ach scheiße, habe ich jetzt alle Münzen? Die großen? Das habe ich nicht drauf geachtet. Ach, ich glaube, ich habe es nicht geholt, ne? Nee. Egal. Kann man ja auch später machen. Also irgendwie wusste ich, dass da was ist. Oida, oida. Geht schon.
Hier sind aber viele Fische unterwegs. Ich finde es so ein bisschen blöd, dass ich die nicht killen kann. Also ich habe irgendwie Also ich würde mal sagen, die Musik macht mich mehr fertig als das Spiel, beziehungsweise das Level. Weil die ist ja echt ultra. Ach, warum nicht? Ich warte einfach hier. So, und dann komme ich da durch. Mich wundert es echt, dass der so lange die Luft anhalten kann. Das ist echt ein super Zwerg. So, die Münzen haben wir alle. Ah, die werden noch immer länger, die Level. Bonus-Level. Flip-Versuche 3. So. Jetzt habe ich hier noch einen Versuch. Ja, das war's schon wieder. Ah. Level 4. Mit der geilen Mucke. So, da ist die erste Münze. Oh, da ist ein übler Fisch. Der ist so richtig übel. Der will mir was. Der will mich killen. Die Sau. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie mal versuchen, schnell an diese Münze ranzukommen, damit der mich nicht fistet hier. Ja, easy. Ah, endlich. Endlich. Da, schaut euch das an. Ich navigiere extrem schnell mit diesem Shit. So, das ist die nächste Münze. Und ein Checkpoint. Sehr gut. Gleich weiter? Natürlich nicht. Ich muss natürlich aufpassen, dass nicht irgendwie gleich welche von der üblen Sorte kommen. Ich da direkt reinschwimme, da sind sie schon. Ja, die können natürlich da durchschwimmen, ist klar. Anzeige ist raus. Was heißt denn das hier? Hui. Oh. Alter, also mit diesem Schildkrötenkostüm bin ich da sofort durch. Level 5. Let's go. Oh, da schau her. Über Wasser geht's auch. Ich muss nur aufpassen, dass ich die Dings nicht vergesse, die Münze. Da ist sie, aber wie komme ich da ran? Hier wahrscheinlich irgendwie. Oh, oh, oh. Zack, Münze ist da. So, da ist ein Einhorn, aber ich glaube, ich behalte mal die Schildi. Zweite Münze ist da. Checkpoint ist erreicht. Also die Musik, die passt überhaupt nicht zu diesem Spiel, weil dieses Spiel... Das ist manchmal echt aggressiv, vor allen Dingen in dieser Schneewelt, wo du nur am Rutschen bist. So, mir fehlt eine Münze. Uiuiui, da ist er. Also wie gesagt, die Mucke, Alter. Ich habe keine Ahnung, wer der Komponist ist, auf jeden Fall. Ist die jetzt nicht so geil. Ach so. Das Level kann man überspringen, wenn das nächste Level ein Bonus-Level ist. Oh.
Eben ging's nicht. Ich komme da nicht runter. Verarschen. Ich komme da nicht runter mit diesem Kostüm. Ja. Und ich habe keine Schildkröte mehr. Ich drehe durch. Jetzt dauern die Level wieder doppelt so lang. Alter, was geht denn hier ab? Ey, die springen einfach runter. Können die schwimmen? So, ich denke mal, Ziel kommt gleich. Aber davor kommt noch eine Münze. Da ist er, super. Geschafft. Komisch, dass keine Dialoge mehr da waren, ey. Bonus-Level ist immer gut. Ja. Ja, was geht, Alter? Tja. Das... Das war's. Das war's mal wieder. Level 7 schon. Mein Gott, ich bin ja so schnell durch. Das glaubt mir ja kein Mensch. Moment. Da. Als ob ich das nicht gesehen hätte, ja? Natürlich habe ich das gesehen. Runter, runter, runter. Ui! Hauptsache, die Akrofische kommen nicht, ey. Da schau her, da ist er schon. Ein Akrofisch. Oh. Da ist der andere Akrofisch. Alter, was geht denn hier ab? Muss ich die killen? Weil da eine Münze ist? Ich habe keine Ahnung. Also Checkpoint habe ich noch nicht gehabt, deswegen... nö, da ist gar nichts. Okay. Dann weiter. Agrofische überall. Agrofische machen Terror. Also eine Münze fehlt auf jeden Fall noch. Da ist er. Level fertig. Also ich finde die Welt, finde ich, viel leichter als die Eiswelt. Weil du da nur am Hin- und Herschlittern bist und musst da ein bisschen gegenlenken. Aber die Mucke finde ich hier irgendwie langweiliger. In der anderen Welt war die irgendwie nicer. Ui, ich habe ganz vergessen, dass ich die nicht killen kann, die Viecher. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier noch eine Münze ist. Also eine große Münze. Ich komme da nicht hoch. Jetzt erstmal Checkpoint. Da ist die große Münze. So, Agrofisch in der Haus. Noch ein Agrofisch. Irgendwo muss hier noch eine große Münze sein, weil ich müsste ja eigentlich gleich schon wieder am Ziel sein. Das ist Ziel. So, große Münze habe ich noch nicht. Also ich gehe mal hart, da ist er. So. Jetzt konnte ich da runterspringen. Also manchmal verstehe ich das Spiel nicht. Fertig. Was bei YouTube, glaube ich, auch gut wäre, wenn man die Kommentare von mir oder von jedem anderen ausschalten könnte und man sich nur auf das Spiel konzentriert.
komme ich denn jetzt dahin? Also, dass man zwei Tonspuren hochlädt, aber ich glaube, das funktioniert nicht. Das können sie mal einführen. Aber ich glaube, wenn man sich so ein Let's Play anschaut, dann braucht man eigentlich jemanden, der labert, oder? Oder es kommt drauf an, wer labert. Aber manche Leute, die kannst du ja echt nicht anhören. Ein Checkpoint für mich. Und da unten ist noch ein Münzer. Kann ich eigentlich auch lang? Da! Ich bin tot! Ich bin tot! Und ich bin wieder super normalo. So Leute, ich muss einen kurzen Cut machen, weil ich die Münze unbedingt noch haben wollte. Aber das Problem ist, was ich gerade habe, dass ich da nicht hinkomme. Ach, ich Idiot, Alter, ich muss ja hier lang. Ich muss ja hier lang, so. Alter, ich probiere die ganze Zeit da unten lang zu kommen. Bin hier schon fünfmal verreckt, Alter. Weil dieser Fisch mich geholt hat und dann bekommt man ja irgendwann dieses Einhornkostüm. Boss Welt 3. Boss Welt 3. Ui! Wie kenne ich denn den? Hä? Aha! Oh, der guckt aber traurig. Oh, jetzt guckt er wieder böse. Also ich sag mal so, die Gegner, die sind relativ leicht. Er guckt immer traurig, dann guckt er wieder böse, dann kommen diese Tentakeln an und dann muss man einfach nur rüberjumpen. Das war's. Huch. Ich glaube, fünfmal insgesamt muss man treffen. Einmal noch. Ui. Das war's. Wie schön. So Leute, damit sind wir schon wieder fertig mit der Episode. Nächste Episode kommt dann Welt 4. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gebt gerne ein Like da, Daumen nach oben. Abonnieren, wenn ihr wollt. Und ja, dann sehen wir uns demnächst. Ciao.